Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und haben uns unsere weiteren Ziele gesetzt. Nämlich in diese Richtung wollten wir weiter. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir nehmen uns die Bautomatik, bauen unser Hoverboard-Dingens wieder zusammen und dann machen wir uns auf den Weg dahin. Wir wollen gar nicht lange fackeln, wir wollen weit kommen. 28 Riesenleuchtsamen habe ich noch. Uns gehen bald die Riesenleuchtsamen aus. So, aber das soll uns nicht davon abhalten, weiter Wurzeln zu holen. Lasst uns kurz mal gucken, ob es hier was zu finden gibt, aber ich sehe gerade nichts. Wir müssen komplett bis nach ganz oben, ne? Oh, scheiße, ich muss gerade mal gucken, ob wir irgendwo zwischenlanden können. Sonst könnte das nämlich tatsächlich knapp werden. Das sollten wir aber schaffen. Schaffen wir das sogar nach ganz oben? Das wäre echt nice. Oh, yes. So, wir müssen ja aber eh zwischenlanden. Oh, die ist sogar ganz nah. Aber die haben wir markiert. Das ist okay. Da ist nur ein Glazi... nee, nicht Glazi-Rock, ein Ivarock. Oh, der hat irgendwas. Lass uns mal gucken, bevor unser Motorrad aufgeladen ist, ob wir das mitnehmen können. Ritter Zweihänder. Gut, mach ich mal ein Foto von. Ritter Zweihänder. Nur die größten Kraftprotze unter den Rittern von Schloss Hyrule führten so ein Schwert. Es verfügt über erhöhte Angriffskraft, wenn nur noch ein Herz oder weniger verbleibt. Wir haben das Reiseschwert, dann sagen wir zum Reiseschwert tschüss und nehmen den mit. Alleine schon, weil wir ihn da mit einem Stein nachher versetzen oder sowas und uns damit einen Hammer machen. So, dann gehen wir aber zur Wurzel. Ich will gar nicht lange fackeln, wir wollen Wurzeln schnappen, damit wir bald mal mit dem Untergrund fertig werden. Let's go! Und runter! So, wir halten währenddessen natürlich noch Ausschau nach weiteren Wurzeln. So, da haben wir wieder sowas. Aber andere Wurzeln sehe ich gerade noch nicht. Ist nicht so geil. Aber, ja. Den restlichen finden wir schon. Macht euch mal keinen Kopf. So, wir sind unten angekommen. Atik-Anur-Wurzel. Und aktivieren. Mal gucken. Oh, die Wurzel hat aber eine ganz schöne Menge freigeschaltet. Daher auch haben wir in der weiteren Ferne keine Wurzel gesehen. Gehen wir erstmal weiter. Wir waren hier auf jeden Fall schon, weil das ein Leuchtsam. Oh, lass mich raten. Ich habe alle Leuchtsamen aufgebraucht. Du hättest nicht zufällig welche für mich übrig. Teilen macht Freude. Hier. Hurra, danke dir. Puh, du hast mich wirklich gerettet. Ohne Licht tappt man hier ganz schön im Dunkeln. Schau nur, dass du deine Leuchtsamen nicht verbrätst wie ich. Ach so, leg die Kapseln ruhig auf den Boden und schlag sie, aber echte Profis befestigen sie an Pfeilen und Schuss. Und dann siehst du alles so klar, wie ich dich jetzt gerade sehe. Dich, Link, unseren Todfeind. Du bist des Todes. Alter, das wusste ich aber. Ah, tschüss. Wer hätte das nur erwartet, dass das ein Fake war, Alter. Das war ja jetzt alles andere als nicht offensichtlich, ey. Da haben wir klar... sorry, Leute. Das machen wir jetzt schnell. So, weil... Perfekt. Damit sind wir erstmal ausgerüstet mit einem neuen Hammer. Für Sonanium und dann machen wir uns jetzt aber auf die Socken. Los geht's.
So, jetzt, ab jetzt wird's witzig. Au, wie konnte mich der sehen? Das kriegst du zurück. Verreck doch, Alter. So, sehr, sehr schön. Okay. Noch ein extra, ja. Dann können wir den kaputten Bogen, den wir jetzt gerade in der Hand halten, einmal gegen den heilen ersetzen. Kannst du schön vergessen. So, danke. Und das war's. Easy. Und wir können Sonanium abfarmen. Dafür haben wir ja dieses Ding hier. Und einen Haufen Pfeile. So, komm. Und nochmal. Zack. Leider kein großes Sonanium bis jetzt dabei. Das ist scheiße. Das nenne ich Pech. Nee, leider nichts dabei. Ah, ja, es ist so super, Alter. So nice, wenn sowas passiert. Völlig umsonst den Dreck hier gemacht. Ziehen wir ab. Hat sich richtig nicht gelohnt, der Dreck. So, ich wette, wir müssen da oben rauf. Da oben wird die nächste Wurzel irgendwo sein. Ich müsste gerade aber mal gucken, wie viel großes Sonanium wir eigentlich noch brauchen. Weil, das ist sehr interessant dann jetzt zu wissen, genau einen brauchen wir noch. Ein einziges nur noch. Oh, scheiße, Moment mal. In welche Richtung müssen wir jetzt? Es ist leise nicer, wenn wir in die Richtung hier gehen. So, dann gucken wir uns mal an, wie er die zerkloppt, Alter. Alter, er tut mir halt richtig leid, ne? Er wurde komplett auseinandergenommen. Aber ist auch richtig hart von denen. Das war's. Oh, shit. Denkst du, du bist der Einzige, der das kann? Ich kann das halt auch, Bruder. Hatten die hier andere nice Waffen? Nee, leider nicht. Schade. Das sind alles nur Felsbrockenhammer, die halt richtig useless sind für uns. Damit werden wir, nachdem wir die Wurzel aktiviert haben, erstmal zu den großen Minen gehen und uns Sachen kaufen. Und dann die erste Batterieleiste komplett voll machen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt.
So, endlich haben wir es soweit. Das ist super. Sogar drei, nee, vier sogar. Viermal großes Sonanium gekriegt. Das ist echt eine gute Beute. So, hoffentlich finden wir aber noch einen Soldaten, damit wir eine neue Waffe bekommen. Das wäre ganz schick. Aber bis jetzt sehe ich da leider noch nichts. So, und weiter in die Richtung. Und natürlich darauf achten, ob wir irgendwo Donnerblumen finden, wie jetzt hier hinten. Ha! Ha! So, einmal wieder umdrehen, das Bike. Und los geht's. So, ja. Da haben wir noch eine Wurzel. Sehr interessant. Dann einmal da zuerst hin, würde ich sagen, ne? Wenn die Wurzel jetzt schon in der Nähe ist, warum nicht gleich mitnehmen? So, dann heißt es erstmal wieder schön runter und dann landen. Nabahi Ikat-Wurzel. Aktivieren. Oh, wir sind sogar an einem Ding vorbeigeflogen. Da sollten wir zuerst hin. Yes, unser Herz ist wieder fit. Moment, ich will nochmal in die Mitte, damit ich oben richtig platzieren kann. Perfekt. Weiter geht's. Ah, shit, da habe ich ja ganz was vergessen. Die Wurzel hier. Ach, den Schrein hatten wir schon gut, den war ja eh egal. Wayne! So, jetzt einmal aber nochmal rum. Mine im Tileotal. Weil wir wollen die Mine natürlich mitnehmen. Das Zeitgewand. Der Held, der durch die Zeit reiste, soll es getragen haben. Auf sonderbare Art und Weise scheint es sowohl Kindern als auch Erwachsenen zu passen. Geil, damit haben wir Zeithose und Zeitgewand von OOT-Link. Nice. Gefällt mir. Ich mag, weil OOT ist immer noch mein Lieblingsspiel. So, Sonanium. Wir nehmen natürlich, wie gesagt, hier alles mit, was wir kriegen können. Ihr kennt das. Perfekt, einfach zwei große. Ja, nice. Warum nicht? Gönnung, Alter. So, einmal rein hier. Hoch hier. Ich laber hier von rein hier, Alter. Ist klar. So, da haben wir einen Qualmerling. Nehmen wir mit. Aber was wir jetzt noch nicht gefunden haben, ist die Sonanium-Höhle, wo immer... Gibt es hier keine? Anscheinend nicht. Hier gibt es wohl nur kleines Sonanium-Zeug. Wie hier. Aber das können wir trotzdem alles mitnehmen. Davon kann man ja, wie gesagt, einiges kaufen. So, dann die blaue Wurzel noch und dann geht's erstmal hoch. Batterien, erstmal einkaufen und dann Batterien gönnen. Dann kommen wir auch wesentlich schneller voran. Los geht's. So, da ist auch nichts, höchstwahrscheinlich. So, die blaue Wurzel ist etwas noch ein ganzes Stück weiter hinten. Da sind Pferde, die könnten wir mitnehmen und noch Gegner, die wir nicht mitnehmen wollen. Und einmal runter.
Natürlich nehmen wir die Donnerblumen mit. Gerade wenn es 4 Stück sind. Kann man Donnerblumen mit eines der geilsten Items, die wir im Spiel bekommen können. Und los geht's. Alter, die nächste Wurzel ist ja ganz schön. Hätte ich nicht gedacht. Weil noch können wir sie nicht sehen. Jetzt können wir sie sehen. Ah, da hinten. Ist gar nicht mehr so weit. So, und da schaffen wir auch noch easy dahin. Sehr geil. Arcanis-Wurzel. Ha, sehr gut. So, dann aber einmal... Ach, den Schrein haben wir auch schon. Okay. Gut. Oh, scheiße. Ich wollte mich jetzt eigentlich teleportieren, aber die Wurzel haben wir leider noch nicht. Das ist schlecht. Das heißt, das wird nichts mit dem Batterie-Upgrade... Oh, ja. Das heißt, das wird leider nichts mit dem Batterie-Upgrade von dem nächsten Part, weil wir jetzt erstmal den ganzen Weg wieder dahin müssen. Oh, das ist richtig geil. Es ist egal, in welche... Es ist egal, in welche Richtung wir gehen. Das ist nervig, dass ich die Wurzel nicht gesehen habe. Das zackt, aber... Ja, so ist das manchmal. Ihr wisst das. Jetzt müssen wir erst an diesem dicken Ding vorbei und dann nochmal da hinten an dem vorbei. Oh, super. Feier ich halt richtig hart. Lassen wir jetzt erstmal die Minen aus. Also Minen, die Abbaustellen aus. Wir müssen leider einmal warten. So, genau. Warten und dann einmal aufladen. Dann holen wir uns die Wurzeln und dann gehen wir wirklich einkaufen. Weil wir müssen ja erstmal 1, 2, 3, 4 große Minen finden, damit wir auch genug große Sonau-Energiekristalle bekommen. So, aber gleich sind wir rum. Ich freue mich übrigens mit euch, sobald wir den Untergrund fertig haben, endlich Schreine wieder zu machen und wieder an der Oberfläche zu sein. Beziehungsweise ein bisschen bleiben wir noch im Untergrund, weil wir halt viel Sonanium noch farmen müssen, aber... Oh, wenn wir das haben, dann sind wir gut ausgestattet, dann sollten wir auch damit sehr gut klarkommen in den meisten Fällen. So, jetzt noch einmal aufladen. Oh, Moment mal. Ne, da müssen wir dran vorbei. Und wir hatten eh eine Mine vergessen, die ist auch gleich da. Das ist sehr interessant. Finde ich übrigens süß, wie die uns von hier nicht sehen, ne? Das ist halt schon ziemlich geil. Und los geht's. So, da unten ist die Mine. Die wir uns ja nicht, die ich ja komplett nicht gesehen habe, ne? Mine im Rohamtal. Ah. Und einmal landen. Sehr gut. Und was gibt's? Einen großen Sonau-Energiekristall. Sehr schön. Finde ich gut. Und einmal nochmal großes Sonanium. Schon hat sich der Besuch im Rohamtal gelohnt. Alleine für dieses große Sonanium. Geil. Aber ist halt leider auch nur eins, ne?
Nicht mehr. Oh, aber wir haben hier wieder eine große Wand. Das gefällt mir. War trotzdem immer noch nur eine. Ich sehe schon. Eins, zwei, drei, vier. Das hat sich richtig gelohnt, Alter. Oh, das war richtig nice. Viermal großes Sonanium hier drinne. Das hat sich richtig gelohnt, nochmal hierhin zurückzukommen. Sehr gut. Dann los. Rohr am Tal haben wir. Und weg hier. Da ist die Wurzel, die wir komplett übersehen haben. Oder ich. Und hier machen wir auch einen Halt. Also einen kurzen Halt. Weil wir brauchen ja noch eine Waffe. Und er hat hier eine für uns. Die wir noch nicht haben. Die ist zwar scheiße, aber besser als nichts erstmal. Ritterhellbade. Sehr schön. Ritterhellbade. Diese Waffe, halb Lanze, halb Axt, bedarf der Hand eines wahren, erfahrenen Kriegers. Sie verfügt über erhöhte Angriffskraft, wenn ihr nur noch ein Herz oder weniger verbleibt. Okay, dann rüsten wir die mal aus und machen daraus was Geileres. Würde ich behaupten, aber was? Sehr schön. Gefällt mir. Die ist stärker als unsere Hellbarde vorher. Das ist nice. Oh, kacke, die Wurzel ist da oben, ne? Dann müssen wir einmal hoch. Ja, da ist sie auch. Azik-Urkam-Wurzel. Jetzt haben wir hier alle Wurzeln. Sehr schön. So, lasst uns mal kurz was gucken. Mine im Rohr am Tal haben wir. Das hier ist nur ein Jägerversteck, das sehe ich. Okay, dann haben wir jetzt erstmal hier alles drumherum. Uns fehlt nur noch die Mitte hier. Dann sind wir fast fertig, Alter. Und da kommen, wir müssen eh an die Oberfläche, sehe ich gerade. Also beziehungsweise nicht an die Oberfläche, aber weg hier. Weil da kommen wir gar nicht so hin. Wir müssen von... Wahrscheinlich der Mitte von Hyrule hier runter. Das heißt von hier. Müssen von hier runterspringen, wenn wir da hin wollen. Beziehungsweise hier uns später hin teleportieren. Weil wir müssten sonst einmal komplett außen rum. Sonst wird das nichts. Gut, aber jetzt erstmal. Wir teleportieren uns eh jetzt weg. Wir müssen so nah, große Sonar-Energiekristalle kaufen und so. Jetzt werden wir uns endlich die Batterie-Upgrades holen, die wir uns schon so lange verdient haben. Ja, nice. Wird auch Zeit, Brudi. Uns fehlen auch gar nicht mehr viele. 33 Wurzeln fehlen uns noch, dann sind wir durch. Dann haben wir den Untergrund erhellt. Das wird noch spaßig werden, glaubt es mir. Alles. Alles. So, und hier auch nochmal alles. Das war's. Jetzt müssten wir eigentlich 1080 Sonau-Energiekristalle haben. Ja. Dann auf zur nächsten Quelle. Es ist egal, zu welchen Minen wir jetzt gehen. Wir müssen einfach nur 4 Minen finden, wo wir große Sonau-Energiekristalle bekommen können. So, dann teleportiere mich mal bitte. Danke. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Tja, das ist tatsächlich sein Ernst. Um zur Mine zu kommen, müssen wir hier hochkraxeln.
Da habe ich mir natürlich gleich mal die beste Mine ausgesucht, die man sich dafür nehmen kann. Ach, ihr kennt mich, Leute. Ich mache keine Kompromisse. Also gehen wir jetzt einfach hin. Verlassene Angelstädtmine. Autsch. Ich wollte unbedingt testen, ob was passiert, wenn man dagegen läuft. Ja, passiert es. Gut, der hat auch schon wieder so genaue Energiekristalle. Alle. Sehr gut. Und die nehmen wir dann auch gleich mit. Perfekt, dann auf zur nächsten. Hier verlassene Hateno-Mine. Ich hoffe, wir kriegen das Batterie-Upgrade hier noch rein. Das ist so geil, wenn dann auf einmal die Leiste komplett voll ist. Aber wie gesagt, das ist dann nur die erste Leiste. Es gibt leider noch eine zweite. Lasst euch überraschen. Ihr werdet den Anfang der zweiten Leiste sogar schon sehen. Wir haben mehr sonaue Energiekristalle, als wir für die erste Leiste brauchen am Ende. So, da. Nochmal. Und auch wieder alles. Sehr gut. Dann eine Mine können wir noch. Nehmen wir die... Ach, zur verlassenen Taburasa-Mine können wir uns gar nicht direkt teleportieren. Das ist blöd. Dann die verlassene Eldin-Mine. Die ist aber im Lava. Ne? Gibt es nicht noch eine andere Mine, die wir aufsuchen können? Dann die verlassene Hateno-Mine, bitte. Ich hatte nämlich keinen Bock, mich umzuziehen. Sorry, Leute. So, dann einmal hier hin. Hier müssen wir zwar ein bisschen laufen, aber das ist okay. Verlass... Ach, das ist die Hebra-Biene, nicht Hateno-Biene. Ich bin ein Mongo. Also noch sehe ich da nichts. Jetzt. Perfekt. Alle. Sehr gut. So, jetzt müssten wir mehr als genug haben. Ja, 1470. Wir können fast sogar einen mehr machen, als ich das gedacht hätte. So, jetzt, da müssen wir einmal in den Himmel. Und vom Himmel einmal hierhin, meine ich. Hierhin. Und dann holen wir uns noch die Batterie-Upgrades. Und dann geht's wieder zurück in den Untergrund, leider. Wie gesagt, wir haben jetzt erst eine Hälfte der Batterien voll. Uns fehlt die zweite Hälfte. Und die braucht leider genauso lange wie die erste Hälfte. Ich werde gleich auf Screen ausrechnen, wie viele große Sonania wir brauchen. Ich mache jetzt einfach aus Sonanium die Mehrzahl Sonania. Das klingt halt einfach besser. Und geht leichter von der Hand. So, gib mir die Batterien, Brudi. Ja, das möchte ich. Da seht ihr das. 14 Zusatzbatterien. Ja, bitte. Nice. 14 Zusatzbatterien. Geil. Sehr gut. Passt doch. Jetzt kommen wir wesentlich schneller voran. Gefällt mir. Wollen wir uns zuerst das hier holen? Das heißt, Hylia-Insel. Dann würde ich sagen, wir gehen hier als nächstes hin und springen da halt dann einfach rein. Im nächsten Part. Dann holen wir uns die Wurzel zuerst. So.
So, und jetzt habt ihr gesehen, offscreen werde ich jetzt gleich ausrechnen, wie viele große Sonania wir brauchen. Und die müssen wir dann halt noch sammeln, beziehungsweise nicht unbedingt, aber so die Menge, weil uns fehlt jetzt doch eine ganze Menge für die zweite Leiste. Haben wir das aber zusammen, dann sind wir mit dem Untergrund durch und brauchen ihn auch gar nicht mehr machen. So, Leute, ich werde den Part aber an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part wird es hier weitergehen und dann holen wir uns die Wurzel, die wir jetzt nur von hier kriegen können. Und dann geht der Untergrund weiter. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!